Herzlich willkommen bei Gios Randori, dem Judo-Podcast von und mit Giovanna Scocciumaro. Mein Name ist Luigi Scocciumaro, ich bin der Bruder und Co-Host dieses wunderbaren Podcasts, also Bruder von Giovanna natürlich und nicht Bruder vom Podcast. Wir haben heute einen wunderbaren Gast hier im Podcast zu Besuch und zwar die Katharina Menz. Ich soll Katha sagen. Hi Katharina. Hi, freut mich, dass ich heute bei euch mitmachen darf. Und natürlich auch Giovanna, die von der Seitenlinie immer mal wieder ihre Kommentare bringt, haben wir auch am Start. Hi Giovanna. Hi, ja und danke Katha, dass du da bist. Und du hast trotzdem mit Katharina angefangen jetzt gerade. Ja, ich muss mir das machen. Vielleicht denkt sich der eine oder andere, ich bin irgendwie ganz nah dran an unseren Top-Athleten hier in Deutschland. Das ist leider nicht der Fall. Also von daher, ich kenne Katharina seit geschlagenen 5 Minuten oder spreche das erste Mal mit ihr. Von daher, ja, siehst du schon wieder Katharina. Ich probiere es irgendwie hinzukriegen. Aber gut, daran soll es jetzt hier gar nicht liegen. Ich glaube, Katharina Menz oder Katha Menz, ja, ich glaube, jeder, der hier zuhört und sich im Judo Deutschland auskennt, ja, ist einfach absolute Bank in ihrer Gewichtsklasse. Ich glaube, jetzt schon 8-mal, 7-mal deutsche Meisterin, gefühlt auch hintereinander, alles weg, ja, außer Corona mal zwischendurch. Also wirklich absolut krasse Athletin, Vize-Weltmeisterin im letzten Jahr geworden, also wirklich Top-Kraft und da haben wir uns gar nicht lange überlegen müssen, dass wir sie hier gerne einladen möchten und hat sich dann auch gleich breitschlagen lassen von Giovanna. Also echt vielen, vielen Dank. jetzt aber vielleicht von dir aus, dass du dich kurz selbst vorstellst, einfach in so ein paar Sätzen, wer du bist, was du machst, woher du vielleicht auch Giovanna kennst und ja, dich einfach mal kurz selbst beschreibst. Ja, hi, also Kadamets. Ich kämpfe bis 48 Kilo, also in der untersten Gewichtsklasse. Wie du schon richtig gesagt hast, mehrmalige deutsche Meisterin und ja, eigentlich auch alle mehr oder weniger. Also immer wenn ich da war, habe ich es auch geschafft, den Titel zu verteidigen. Nur ab und an mal ausgesetzt wegen Corona oder sonstigen Wettkämpfen. Ansonsten, ja, ich glaube, ich bin seit 25 Jahren in der Nationalmannschaft. Das ist wahrscheinlich mehr als so manche Hörer altes. So alt bin ich. Genau. Tio kenne ich aus der Nationalmannschaft. Wir sind jetzt auch echt schon lang unterwegs. Fünf, sechs Jahre? Ja, schon. Ja. Genau, ja. Wir waren ja schließlich auch in Tokio zusammen. Genau. Genau. Und ansonsten, ja, hauptsächlich trainiere ich, so wie die meisten von uns, glaube ich. Und ich mache nebenher, arbeite ich auch noch ein bisschen. Aber ich glaube, da kommen wir nachher auch noch mal ein bisschen näher drauf, was ich da so treibe. Ja, das stimmt. Wir fangen einfach direkt mit unserer klassischen Basic-Frage an. Warum hast du mit Judo angefangen? Weil mein großer Bruder das gemacht hat. Der kam irgendwie mal aus dem Kindergarten nach Hause, hat gemeint, er will mit Judo anfangen. Ja, wir als jüngere Geschwister mussten dann halt immer mitfahren und zugucken. Und ich glaube, so irgendwie insgesamt so ein Ding, das, was der große Bruder macht, das will man auch machen. War dann noch so, musste richtig. Sogar noch warten. Ja, genau. Musste noch warten. Und dann, als ich endlich mit Judo anfangen durfte, war ich direkt Feuer und Flamme. Ja, war ja bei mir auch ein bisschen so. Die haben mich da so ein bisschen mit reingeritten in den Sport. Aber zum Glück. Ja, eben. Ja, wäre der nicht aus dem Kindergarten gekommen, hat gesagt, er möchte es machen. Ich glaube, wäre keiner von uns zum Judo gekommen. Ja, also daran merkt man auch. Ich habe auch mal gelesen. Hast du ja Luigi? Alles gut, ich nicht. Ich habe auch mal gelesen gehabt, du hast aber auch, ich glaube, Tanzen und Ballett oder irgendwie sowas noch gemacht nebenbei. Reiten und Ballett, genau. Ja. Ja. Aber das war nicht deins. Ja, doch, eigentlich schon. Ich habe das gern gemacht, aber irgendwie Judo noch gerne. Und wenn man dann immer öfter ins Training muss, dann mussten halt die anderen Sportarten weichen. Zum Glück. Aber daran merkt man auch, wo Katha sagt, dass es im Kindergarten gezeigt wurde. Vielleicht muss Judo auch einfach mehr in den Kindergarten und die Schulen gebracht werden, damit wir noch mehr Leute generieren können und dafür begeistern können, weil sie es einfach nicht auf dem Schirm haben. Ja, ich glaube auch. Es gibt so viele Sportarten auch, die so machen können. Und wenn du da Judo nicht kennst, warum sollst du im Judo gehen? Ja. Das ist echt so. Das stimmt.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben zum Beispiel bei uns im Verein, also wir sind der MTV Vosfelde, nochmal Shoutout an unseren Verein, wir haben eine Krabbel-Judo-Gruppe, wo ich auch tatsächlich Trainer bin, 3- bis 5-Jährige. Und das ist eigentlich eine ganz gute Lücke, weil in dem Alter hast du ja nicht so viele Sportangebote. Also jeder, der zuhört, entweder Vereine, macht das, das ist immer cool, da kommen viele Leute dazu. Und da haben wir auch schon echt den einen oder anderen auch mit hochbekommen. Also von daher, das ist, glaube ich, eine Möglichkeit. Ja, das stimmt. Das macht mein Verein auch. Tschüss, gebacken. Bei uns gibt es die Bambini-Gruppe. Oh, italienisch. Ja, sehr gut. Ja, wir überspringen mal so ein bisschen so deine Jugendkarriere und kommen quasi mal fast schon zum Ende deiner Jugendkarriere hin. Also auch super erfolgreich eigentlich gewesen über die ganze Zeit. Und das Ganze ist dann darin gemünzt, dass du 2009 in Paris Vize-Weltmeisterin der Junioren geworden bist. Was hat dir das damals bedeutet? Also quasi auf der, ja, auf ganz oben zu stehen oder fast ganz oben zu stehen auf der Weltspitze und ja, dann auch rüber zu gehen, dann mit in den Seniorenbereich damit. Ja, das war natürlich schon auf jeden Fall, das war ja zu der Zeit so das größte, ja, mein größter Erfolg. Ich habe davor auch so EM und so gekämpft, aber dann nicht ganz so erfolgreich gewesen. Von daher, das war natürlich schon was ganz Besonderes. Und ja, also hat mich auf jeden Fall in dem bestärkt, dass ich irgendwie später zu Olympia möchte und dass ich da dranbleiben muss und dranbleiben sollte, ja. Daran kann ich, glaube ich, eigentlich schon ein bisschen anknüpfen. War das wirklich der ausschlaggebende Punkt, wo du gemerkt hast, dass du Chancen auf die Olympischen Spiele hast und dass du zur absoluten Weltspitze dazugehörst? Oder würdest du sagen, das ist vielleicht dann erst noch mit der Zeit gekommen? Nee, das auf jeden Fall nicht. Also insgesamt, so es war, glaube ich, hatte eben 2006 hat meine ehemalige Vereinskollegin es zu Olympia geschafft gehabt. Nee, es war 2008. Ja, genau, ja. Und da war ich dann so, wow, Olympia ist ja schon richtig cool. Und dann eben war das mit der WM, wo es gut lief und allem, wo ich so gedacht habe, ja, okay, also kann schon in die Richtung gehen. Und dann muss ich aber sagen, dass ich im Seniorenbereich erstmal ein bisschen gebraucht habe, um reinzukommen. Ich habe ja auch die Gewichtsklasse gewechselt, bin von 44 auf 48. Und ja, da habe ich schon ein paar Jährchen gebraucht, um irgendwie mich da einzukämpfen, auch kräftemäßig ja so weit zu kommen und so richtig, dass ich dachte, okay, Richtung Olympia, das könnte irgendwie doch was werden, war, glaube ich, was war das dann? 2016, glaube ich, war das, bei einem Grand Prix in Den Haag, wo ich dann das erste Mal beim Grand Prix die Medaille gemacht habe. Also davor auch schon bei European Open und Cups und so Medaille gemacht, aber das war dann so das erste Mal, dass ich da dann auch eine Medaille gemacht habe und so gemerkt habe, so, ja, also könnte schon jetzt langsam was werden. Das war ja dann, glaube ich, damals der Grand Prix nach den Olympischen Spielen, oder? In Den Haag? Genau, ja. Oder danach, ja, ne? Ja, oder genau, das heißt danach, ja, aber ja. Der war, glaube ich, damals im Oktober oder November, ne? Ja, irgendwie sowas rum. Welchen Platz hattest du da gemacht? Genau, den dritten? Ja. Dritten, ne? Ja. Ist immer so krass, wenn man dann auch die ganzen anderen, die wir schon interviewt haben, wo man dann immer so sagt, so wie unterschiedlich das eigentlich bei jedem ist, wann er jetzt oder zu welchem Zeitpunkt er gemerkt hat, dass es irgendwie klappen könnte, auch mit den Olympischen Spielen, wo man sagt so, ja, okay, ich bin irgendwie angekommen, nenne ich es jetzt mal. Ja, das stimmt. Nee, also da muss ich sagen, da habe ich so gedacht, so, okay, jetzt wird's langsam. Ja, dann schnurstracks. Da, das ist eigentlich, finde ich, relativ interessant, weil also du warst ja sehr, sehr erfolgreich als Juniorin einfach und ich weiß nicht, wie es dann bei dir vom Mindset her war, aber man denkt sich dann so vielleicht, okay, ich bin jetzt hier in der Juniorenklasse auf jeden Fall ganz oben mit dabei, dann ist der nächste Sprung oder die nächsten Schritte ja eigentlich so vielleicht schon vorprogrammiert, vielleicht auch was Trainer und das Umfeld von einem denkt und dann eben über diese European Open und European Cups, was, sage ich mal, so ein bisschen, ich sag mal, zweite Reihe ist, ohne das jetzt abzugraden. Wie konntest du dich dann motivieren, dann noch am Ball zu bleiben und dieses Ziel Olympia einfach noch weiter zu verfolgen?
Ich glaube, es war eigentlich irgendwie immer so, dass ich halt dieses Ziel hatte, wo ich gesagt habe, so irgendwie Olympia wäre halt schon irgendwie geil. Und dann habe ich mir am Anfang einfach die Zeit gelassen und gesagt, so, naja, komm, ich bin jetzt erstmal in den Frauenbereich gekommen, die sind halt einfach ein bisschen überlegener, noch kräftiger. Dann habe ich ja den Gewichtsklassenwechsel gehabt, auch noch zusätzlich, wo ich mir einfach gesagt habe, ja, kann halt einfach vielleicht nicht von heute auf morgen, sondern ich musste halt erstmal brauche ein bisschen mehr oder ein bisschen länger als vielleicht der ein oder andere. Aber da war irgendwie immer so dieses Ziel da und dieser Wille und irgendwie, das klingt irgendwie so dumm, aber irgendwie wusste ich, dass ich auch noch mehr kann. Also als es vielleicht am Anfang noch nicht so gut lief und ich vielleicht auch bei einem Grand Prix oder so verloren habe. Irgendwie wusste ich, dass ich da auch noch mehr kann, dass ich noch mehr, noch besser sein kann. Und Ja, dann einfach irgendwie immer dran geblieben. ich glaube, was man auch bei Katar so ein bisschen sagen muss, wenn ich das jetzt mal auf die Olympischen Spiele, wo wir Mixteam gekämpft haben, noch sagen was. Also, so wie ich das gemerkt habe, ich glaube, bei dir war es dann wahrscheinlich auch, oder ist es ja teilweise immer noch schwer, dass du schwer oder viel wiegst. Also, du hast ja auch allgemein nur maximal ungefähr 2 Kilo drüber. Und das war dann vermutlich wahrscheinlich früher auch sehr, sehr schwer, das erstmal aufzubauen, oder? Dass du quasi in die Ja, 48 reinkommst. also ich bin, glaube ich, als ich eben hochgegangen bin, hatte ich auch nur so 46,5 oder sowas. Also ich war lang deutlich 148. Ist auch jetzt eben, dass ich die 50 habe, ist jetzt auch erst seit, ja, 3, 4 Jahren oder so. Also ich habe mich dann schon langsam gesteigert, hatte die 48 so, aber ich musste auch lange überhaupt kein Gewicht machen. Und ja, ich glaube, da habe ich einfach ein bisschen länger gebraucht. Das ist ja manchmal auch irgendwie so ein bisschen ausschlaggebend, vor allem wenn man überlegt, wie schnell sich, wir haben ja auch schon manchmal Randori gemacht, also nicht häufig, aber ihr bewegt euch einfach viel schneller und das alles dann auch mit der Kraft und der Schnelligkeit irgendwie einzubringen, ist ja auch dann echt, finde ich, nicht einfach. Ja, das stimmt. Ich finde auch eben, wenn man überlegt, die zweite Gewichtsklasse ist ja, also die nächste ist ja schon 52. Also sind ja auch nur 4 Kilo. Das heißt, wenn man irgendwie noch nicht mal die 48 voll hat, also sind einfach 2 Kilo weniger. Man denkt immer so, Ja. ach, das ist ja nicht so. Also, aber es macht irgendwie mehr aus, als man denkt. Ja, genau. Und viele, die 48 kommen, kommen dann auch teilweise von 52 oder Ja, das, mehr. ja. Ja. Die nächste Frage ist so ein bisschen kleiner, ja, Cut, aber vielleicht auch aus deiner Sicht ganz interessant, weil ja, du dann erstmal, ich sag mal, nicht auf den ganz großen Turnieren mitgekämpft hast und da vielleicht fette Preisgelder eingesammelt hast. Fett in Anführungszeichen natürlich. Und zwar, wie finanzierst du dir das Leben als Leistungssportlerin, beziehungsweise wie hast du dir das Leben als Leistungssportlerin finanziert? Weil da hat sich ja jetzt auch seit letztem Jahr ein bisschen was geändert bei dir. Ja, genau. Also ich glaube schon fast immer, ich war nie bei der Sportfördergruppe oder bei der Bundespolizei oder sowas, sondern ich habe schon immer, habe direkt nach der Schule angefangen zu studieren, habe das gestreckt, aber ich glaube, ich habe schon gefühlt seit immer mehr oder weniger irgendwas nebenher gearbeitet. Habe mein Praxissemester bei Daimler gemacht, dort meine Bachelorarbeit. Danach war ich, glaube ich, 6 oder 7 Jahre dort als Werkstudentin unterwegs, genau. Und jetzt seit letztem Jahr bin ich in der Firma angestellt, mache da so ein Management-Trainee. Genau. Hab mir also eigentlich immer schon nebenher das Geld verdient und dann halt natürlich zum Glück noch über die Sporthilfe. Da muss ich auch ein fettes Danke an die sagen, weil ja, ohne die wäre das, glaube ich, sonst auch nicht möglich. Ja, ich Ja. glaube, von uns allen eigentlich, ne? Also da ist die Sporthilfe echt immer super Unterstützer, immer super dabei und ist halt geil, auch Ja. was allgemein so von der Sporthilfe angeboten wird. Und ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob du mal so ein Trainee-Programm oder so auch von denen gemacht hast, vielleicht. Ich habe Bewerbertraining gemacht und ich war bei diesem, oh, wie heißt denn das? Oh, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Also wenn man in diesem Schloss Liebenberg ist und Diese da Startup Academy? irgendwie. Nee, scheiße. Wie heißt das? Nee, ich weiß nicht, wie das heißt. Ich glaube, in diesem Aber da Schloss kommen in auch so Gut auch Liebenberg. verschiedene Leute von der Wirtschaft und erzählen ein bisschen was über ihren Werdegang und so. Ah, okay. Ja, kann sein, dass Ja. es diese Startup Academy war vorher. Da war ich jetzt auch schon mal dabei. Und ich Hast glaube, gesehen, ne? ich glaube, das war so ähnlich. Ja, das war Ja. echt cool. Das Schloss Nee, ist aber. richtig schön. Gutes Essen. Ja. Dann war's das. Das war's bestimmt. Ja.
Du bist ja mehr oder weniger. Dazu vielleicht nochmal. Katharina oder Katja würde mich, ja genau, würde mich nochmal interessieren. Also die Meise, ganz viele, Juan, das ist ja eine Besonderheit bei euch beiden, dass ihr euch, sage ich mal, für ja diese beruflichen Weg in der Wirtschaft auch entschlossen habt, statt eben Bundeswehr oder zur Armee zu gehen oder sowas. Das ist natürlich aber auch auf der anderen Seite mit einer entsprechenden Mehrbelastung auch daher. Na, man muss jetzt vorstellen, du hast studiert. Du hast da als Werkstudentin gearbeitet und wahrscheinlich nicht nur kurz Hallo gesagt und wieder gegangen, sondern auch ein paar Stunden gemacht, plus dann noch das Training. Misst du das, dass du das gemacht hast damals, oder würdest du sagen, das ist genau das Richtige gewesen für dich? Nee, ich bin auf jeden Fall zufrieden damit, weil irgendwie, also ich wollte schon immer mein Studium machen und damals, als ich quasi mich dafür entschieden habe, dass ich direkt studiere und nicht zur Bundeswehr gehe, da war es auch noch ein bisschen anders, da konnte man nicht nebenher. Also wenn man bei der Bundeswehr war, in der Fördergruppe, konnte man noch nicht nebenher studieren. Das ist ja zum Glück jetzt auch ein bisschen anders. Aber deswegen hatte ich mich eigentlich damals halt gesagt, okay, ist mir egal, ich mache das so. Ja, ich muss auch sagen, also ich habe natürlich auch länger für mein Studium gebraucht. Ich habe das jetzt nicht in Regelstudienzeit runtergeruppt. So ein Mega-Brain bin ich dann auch nicht. Aber nee, ich muss sagen, ich finde es eigentlich, also ich würde es jederzeit wieder so machen und auch, muss auch sagen, ich finde es eigentlich ganz cool, so einen Ausgleich zum Sport zu haben, weil sonst ist man halt den ganzen Tag immer nur beim Sport. Eigentlich finde ich, weiß nicht, Gio, kannst du mich da verstehen, glaube ich. Ja, ich finde es eigentlich ganz cool, ab und an auch irgendwas anderes zu machen. Also, wir hatten uns ja auch darüber schon ab und an unterhalten, das ist auch einfach mal gut, ein anderes Umfeld zu haben, was nicht nur Judo macht. Also auch dann einfach mal. Das hört sich immer so blöd an, wenn ich sage normale Leute, aber halt einfach Leute, die einfach zur Arbeit gehen und die dann nach Hause fahren und die Kinder haben und die dann, keine Ahnung, verheiratet sind und du unterhältst dich mit denen und die erzählen von ihrem Leben und von ihrem Wochenende und dann ist man so, ah ja, es ist schön, der macht einfach vielleicht Bilder am Wochenende oder war mit seiner Familie im Zoo und sagt nicht, oh ja, am Wochenende habe ich mich 30 Mal von rechts nach links geworfen mit meinem Partner und hatte noch 10 Randoris. Ja, nee, ohne Scheiß. Ich finde es genauso, wie du sagst. Ich finde es auch einfach schön mit normalen, wie du sagst, klingt irgendwie so komisch, aber einfach, ja. Also das so Einzige, der einzige Berührungspunkt ist dann so, wenn Leute sagen, was machst du für eine Sportart? Ja, Judo. Oh ja, das habe ich auch mal gemacht. Das ist der einzige Berührungspunkt, den man bei der Arbeit hat. Habe ich auch gemacht. Genau. Und bis zu dem das Gürtel, stimmt. Kennst du noch den Wurf? Ja, und ungefähr jeder. Aber es haben auch ungefähr, wenn man sagt, man macht Judo, ungefähr, glaube ich, 80% der Leute sagen, ah, das habe ich auch mal gemacht. Und irgendwie immer so bis zum gelben Gurt oder sowas. Genau, und dann hatten die keine Lust mehr oder keine Ahnung. Aber ja, es ist verprügelt. Ja, aber das ist, Nietzsche, ist doch bei dir auch so, oder nicht? Wie viele Leute haben bei dir schon gesagt, ich habe auch mal Judo gemacht? Bei mir wissen das natürlich nicht so viele Leute. Ich bin ja nicht so populär und häufig in den Zeitungen wie ihr beide. Aber trotzdem, wie viele haben das schon dann gesagt, wenn du gesagt hast, viele. Ich mache Judo? Viele, viele auf jeden Fall. Ist einfach heftig. Aber ja, also ich stimme dir da voll und ganz zu. Es ist einfach ja, schön, was anderes zu haben und dass man einfach auf andere Gedanken kommt, weil sonst ist man, glaube ich, auch gerade in Bezug auf den Olympischen Spielen, man macht sich selber manchmal so viel Druck und dann ist man so krass immer im Tunnel. Und wenn ich die Arbeit nicht hätte, ich glaube, ich wäre in so einem Hamsterrad, dass ich durchdrehen würde. Ja, ich weiß, was du meinst. Man hat eben, was weiß ich, wenn man jetzt vor einer WM oder keine Ahnung was, einfach auch mal arbeiten war, ganz normal, und jetzt sich vielleicht nicht 100% immer nur auf dieses Ereignis konzentrieren kann, sondern man hat einfach so diese Ablenkung. Ich glaube, das tut manchmal einfach auch gut, dass man, wie du sagst, dann nicht verrückt wird und sich zu viel Gedanken macht und zu viel irgendwie auf irgendwas gibt und dann da nicht performen kann, weil man mental einfach irgendwie nicht da ist. Ja, das finde ich auch. Also, wir beide können es auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen, auch wenn es kein einfacher Weg ist, es lohnt sich. Ja. Es gibt harte Jahre, aber danach ist es, wo man sagt, so ja, okay, zum Glück hat man das gemacht. Das ist wahr. Ja. Du bist ja mehr oder weniger in deinem gewohnten Umfeld geblieben, beziehungsweise auch in deiner Region, also bist ja jetzt nicht großherrlich irgendwie umgezogen. Gibt dir das eine gewisse Sicherheit, dass du nicht in eine andere Stadt umziehen musstest, oder warst du einfach so, ja, okay, ich bin hier mit den Bedingungen, die ich habe, einfach so zufrieden, ich will gar nicht an einen anderen Stützpunkt?
Ja, also ich muss sagen, dass ich eigentlich so in Sindelfingen schon immer relativ zufrieden war. Ich habe mir nach meinem Bachelor vom Master habe ich mir überlegt, ob ich den Master vielleicht woanders machen, habe mir einfach dann zum Beispiel auch Köln, München ein bisschen so angeguckt, immer geschaut, wie ist da so die Trainingsgruppe, wie ist die Uni. Aber also da hätte ich es auch nicht besser vereinen können. Also da waren die Unis auch immer super weit weg von der Trainingsstätte, dass ich gesagt habe, okay, also da habe ich jetzt auch nicht irgendwie eine Verbesserung. Und für den Trainingsgruppen, da dass ich halt ja zu den Leichten gehöre, ist es egal wo schwierig, viele Trainingspartner zu haben. Und ich meine, jetzt inzwischen ist ja so, wir sind so viel unterwegs. Wenn ich nach Hause komme, da reichen mir auch die. Oder ich finde es eigentlich auch mal cool, mit bisschen mehr mit Jungs zu machen. Ich finde, die geben manchmal ein bisschen mehr Gas als die Mädels. Von daher finde ich es da gar nicht so schlimm, jetzt vielleicht nicht so viele leichte Mädels bei mir zu haben. Genau, aber ich war da, wie gesagt, eigentlich offen. Aber eigentlich hat bei mir alles gepasst in Sindelfingen. Beziehungsweise ich hatte auch verschiedene Änderungen, habe verschiedene Trainer mitgemacht, mit verschiedenen Leuten zusammengearbeitet. Also wenn da irgendwie halt mal was war, wo ich sage, okay, jetzt bin ich nicht mehr auf zu 100% überzeugt oder so, dann habe ich einfach geguckt, ob ich das bei mir einfach auch ändern kann. Ja, aber ich glaube, so jetzt mit Mirko und auch gerade jetzt, wo Tom dazugekommen ist, seit 1 oder 2 Jahren, ich weiß es gar nicht genau, läuft das ja relativ, also ihr seid ein relativ gutes Team, Tom und Doro, richtig? Ja, genau, richtig. Also davor war ich mit Mirko eben auch ein richtig gutes Team. Habe dann jetzt einfach so das Gefühl gehabt, dass er mir so mehr oder weniger alles beigebracht hat, was er so mir zeigen kann. Und dann kam Tom und gibt mir jetzt einfach neuen Input. Und ich arbeite bei uns auch mit so einem Trainingswissenschaftler am Olympiastützpunkt zusammen und so. Und wie gesagt, ich muss sagen, das ist top. Ich habe da immer wieder einfach neuen Input bekommen und dann sehe ich da irgendwie auch nicht den Sinn dahinter, jetzt irgendwie nach woanders zu wechseln. Und ja, ich find's auch schön, so bin ich näher bei meiner Family. Das heißt, wenn ich da bin, kann ich die auch leichter mal sehen. Ja, das stimmt. Ist dann halt nur mal kurz, sage ich mal, 20 Minuten fahren und dann so, okay, man ist da, ne? Na, genau, es ist nicht so wie bei Maschanzer oder so, die es irgendwie zweimal im Jahr schaffen, nach Hamburg zu fahren, weil es sich irgendwie lohnen muss. Das ist halt Ja. schon auch schön, von daher, ne. Ja. Ja, auf jeden Das Fall. stimmt. Ja, als wir die Recherche gemacht haben, sind mir auch ein paar Interviews und auch ein paar, ja, ich sag mal, Videos aufgefallen, wo du dich selbst als Rowdy beschrieben hast. Woher kommt das? Woran machst du das fest, dass du selber ein Rowdy bist? Und wie hilft dir das vielleicht sogar beim Juli? Beim Judo, beim Juli. Also ich glaube, das war schon immer so als Kind. Meine Mama hat auch gemeint, das gab's was und da wollte ich gar nicht ins Training, ich wollte immer nur kämpfen. Und irgendwie glaube ich, war das irgendwie schon immer so. Ich habe mich immer schon so gern gemessen, auch mit anderen oder so gezeigt, dass ich vielleicht stärker bin. Oder was ist ich, wenn irgendwie sowas ist. Wenn ich weiß, dass andere, wenn man über irgendwas diskutiert, ich weiß, die sind unrecht, ich kann das nicht haben, ich muss das immer richtig stellen und sage ich so, nein, das ist so. Also wenn ich es wirklich weiß, ich hasse es, wenn dann Leute sagen, nein, nein, nein. Ich hasse das Deswegen, auch. also ich glaube, ja. Deswegen, ich glaube, ich bin einfach so ein bisschen, ja, in die Aber Richtung, ja. kam das dann schon mal Ich bin nicht vor, so girly. wenn so eine Diskussion aufgekommen ist, dass dann auch einer mal hier umgeworfen wurde, damit du recht hattest, oder? So weit muss ich nicht gehen. Die haben immer Angst vor mir. Okay, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut zu wissen. Aber das fand ich auch ganz witzig, weil das bei der Folge von Hannah genauso war. Weil sie hat auch gesagt, dass sie schon als Kind früher immer kämpfen wollte. Und das hat sich so ähnlich eigentlich bei ihr auch angehört. Deswegen finde ich das gerade irgendwie witzig, so diese Parallelen. Ich glaube, Katha und Hannah jetzt bis jetzt die einzigen, die das gesagt hatten. Oder war dann noch irgendwer anders dabei? Martina bin ich mir gar Ja, nicht mehr sicher. ich glaube bei ihr sogar auch. Ein Aber bisschen, ja? ne? Wie war das bei mir? Außer du hast mich gerade mit dem Ball im Pool geschossen. Ja, wann wurde das für uns erzogen? Die wurde hart gemacht für uns. So ist richtig. Hat sich ausgezahlt. Giovanna war auf jeden Fall auch ein Rowdy. Also wir haben jetzt erst wieder am Wochenende war meine Oma zu Besuch und dann hat sie wieder erzählt gehabt, was ich alles Böses gemacht habe, aber Giovanna hat das immer ganz gut eingefädelt. Die hat mich immer erstmal genervt und ja, konnte mir mit den Konsequenzen immer nicht gut leben.
Ja, ich kenne gar nicht so viele Geschichten, aber ich weiß auf jeden Fall, einmal habe ich das Treppenhaus angemalt und du hast Ärger gekriegt, glaube ich. Ja. Unter anderem, ja. Aber okay, das ist jetzt ein anderes Thema. Da müssen wir vielleicht Oma nochmal separat einladen für. Ja, genau. Damit sie die ganzen, das wird eine fiese Folge. Damit sie die ganzen Geschichten einmal legt, die sie von uns kennt. Wir machen jetzt einen abrupten Themenwechsel. Ganz abrupten, da lassen wir jetzt mal ein bisschen zur Seite wieder schieben. 2021 hast du an deinen ersten Olympischen Spielen teilgenommen. Da waren wir zusammen in Tokio. Wie war für dich dieses Erlebnis und warst du stolz, Olympionikin zu sein? Ja, es war natürlich was mega Besonderes, gerade nach diesen Ungewissheiten, nachdem es davor erstmal verschoben worden ist. Ich weiß noch ganz genau, wie wir damals im Condicamp waren, da das mit Corona alles angefangen hat, bin nach Hause gekommen und alle sind so, oh, wer weiß, ob das stattfindet. Ich war so ganz sicher, so, nee, das findet statt, das ist das größte Ereignis, das können die nicht absagen, niemals. Aber ich weiß aber noch, dass Jess so ein bisschen war, so, ja, ich glaube, dass es abgesagt wird, weil sie meinte so, ja, als ob die das verschieben, aber wir haben immer so gehofft, so, bitte verschieben, bitte. Wirklich, ich habe mich so viele Jahre alles dafür gegeben, ich so, das kann jetzt nicht sein, wenn du es dahin geschafft hast, dass das nicht stattfindet. Nein, ich habe da einfach nicht dran geglaubt. und dann, ja, war natürlich, also ich fand's, obwohl da jetzt vielleicht ein bisschen Corona-mäßig jetzt nicht so war wie die anderen, war trotzdem ein Mega-Erlebnis. Im Dorf selber, finde ich, hat man jetzt nicht so krass viel davon gemerkt. Klar, wäre es schön gewesen, wären da noch mehr Zuschauer oder sonst was gewesen, oder hätten wir länger bleiben können. Aber es war trotzdem einfach ein geiles Erlebnis. Und ja, war natürlich stolz, dass ich es geschafft habe. Dadurch, dass mich auch vielleicht viele Jahre nicht so viele daran geglaubt haben, dass ich das schaffen könnte. Ja, war das irgendwie auch so ein bisschen Genugtuung, denen zu zeigen, nee, ihr hattet nicht recht, ich kann das. Das stimmt. Da muss ich dir echt recht geben. Also gerade auch teilweise, ich weiß jetzt gar nicht, warst du auf einer Sportschule damals? Ich bin auf eine Sport, also wir hatten so eine Sportklasse. Es war keine richtige Sportschule, aber wir wurden zweimal die Woche morgens freigestellt, dass wir da trainieren konnten. Okay, weil ich kannte das, ich war halt auf einer komplett normalen Schule und da gab es halt so, ja, ein Teil hat daran geglaubt, dass man das schafft und ein Teil war eher so, nee, schaffst du eh nicht. Und dann irgendwie so zu wissen, dass man das dann doch geschafft hat, ist so, dad. Ja, richtig, genau so. Also das könnt ihr jetzt nur sehen, wenn ihr ein Video schaut, okay? Bisschen Werbung machen für Video. Auf jeden Fall, für YouTube. Aber man kann es auch auf Spotify sehen, ne? Also es ist immer als Videofolge auch auf Spotify hochgeladen, ne? Also ja, wer das machen möchte und das noch nicht wusste, jetzt da diese Disclaimer. Das ist sogar auch noch nicht, echt? Wenn du das hörst, wenn du das hörst quasi, dann ist es ja eigentlich quasi immer ganz unten so klein, nur in der Abspielleiste. Wenn du dann darauf klickst, dann kommt das quasi. Also es ist jetzt nicht so ideal, weil das eben im Hochformat ist und dann das Video im Querformat. Aber gut. Krass. Mache ich kurzes Shoutout. Ich habe auch was Neues gelernt. Oh, sorry. Ja, ja. Nee, alles gut. Aber mache ich ein kurzes Shoutout an Lena. Ich hoffe, die Folge hörst du dann mit Internet und kannst dir das auch angucken. Auch wenn du gerade vielleicht das nur auf dem Fahrrad hörst, mit der, das ist eine Boxerin bei uns, so mit der ich mich unterhalten, habe gesagt, ja, du kannst auch auf Spotify mit Bild sehen und so. Ja, manchmal mit meinem Internet und so. Sonst vorher runterladen. Genau. So sieht's aus. Ja, wir würden mal gleich weitergehen zur nächsten Frage. Die ist auch so ein bisschen im Anschluss daran zu sehen, weil du ja auch gerade selbst meintest, es haben nicht so viele wirklich an dich auch geglaubt, sag ich mal. Und auch vor allem, ja, mal ganz abgesehen davon, dass man das alles, ja, was man da macht, glaube ich, hoffentlich idealerweise und im ersten Hinblick für sich selbst macht, hast du ja trotzdem dich da durchgekämpft, warst auch wirklich lange Zeit, also nationale Spitze sowieso, aber natürlich auch international immer nah dran und man muss dazu ja auch sagen, der Vizetitel Weltmeisterschaft, den du da hattest, ich glaube, keine andere Frau in Deutschland in dieser Gewichtsklasse hat es soweit geschafft. Also das muss man ja auch immer sehen, dass das in diesen kleinen Gewichtsklassen, da sind wir in Deutschland vielleicht nicht so stark aufgestellt gewesen in der Vergangenheit. Also das ist echt
Respekt dafür. Aber wie konntest du es schaffen, wirklich dich immer wieder auf über diesen ganzen Zeitraum zu motivieren? Was würdest du anderen Leuten mit auf den Weg geben, dass die eben so eine Karriere, so eine lange Karriere, wie du sie jetzt auch schon hast, ja, weiter aufrechthalten können? Also ich muss sagen, ich hatte halt einfach wirklich auch einfach immer dieses Ziel von Olympia. Und auch wenn es jetzt halt einfach vielleicht phasenweise nicht gut lief, habe ich mir halt trotzdem immer gedacht, nee, da möchte ich nachher hin. Und irgendwie, ich bin aber auch einer, ich glaube, bei mir ist eher andersrum. Ich bin eigentlich fast immer motiviert, manchmal zu sehr. Ich muss man eher mal ein bisschen bremsen und auch sagen, mal ein bisschen pausen oder sonst was machen. Also für mich ist das irgendwie auch gerade wieder mit Corona, als viele gesagt haben, oh, hier Olympische Spiele, sie wissen nicht, ob die stattfinden. Sie haben ja viele gesagt, oh, sie sind in so ein Loch gefallen. So ging es mir gar nicht, weil ich halt gedacht habe, nee, ich habe ja irgendwie immer noch mit dieses Ziel vor Augen, was ich erreichen möchte. Und man kann irgendwie auch aus allem irgendwie was Positives rausziehen. Zum Beispiel dort jetzt, dass ich gesagt habe, okay, wir sind jetzt mal mehr zu Hause, dann kann ich mehr mich aufs Techniktraining konzentrieren. Und so ist ja irgendwie bei vielen Sachen auch, also klar, wenn man jetzt eine Verletzung hat, da ist es schwer, um was Positives zu sehen, aber... Kann man auch. Okay, ja. aber ansonsten, also ich glaube, man muss halt einfach davon nicht dieses Ziel verlieren. Also ich glaube, es ist wichtig, ein Ziel zu haben. Es muss ja auch jetzt nicht Olympia sein, kann ja auch erstmal was Kleineres sein, dass man einfach nur sagt, irgendwie die deutschen Meisterschaften, die Europameisterschaft, die Weltmeisterschaft, was auch immer. Dass man sich aber irgendwie ein Ziel setzt und da wirklich dran glaubt und da halt auch alles vergibt, auch wenn es manchmal nicht leicht ist. Und ja... Ich glaube, das. Und halt, also ich muss auch sagen, lange Karriere, ich habe zum Glück mich bisher wenig schlimmer verletzt. Ich glaube, das spielt natürlich auch ein bisschen eine Rolle. Ja. Hoffen wir, es bleibt so. Genau. Auf jeden Fall. Einmal alle auf den Tisch hauen, dreimal. Ja. Ja, also das denke ich halt auch und ich glaube halt auch, was bei dir echt von Vorteil ist, wie du halt sagst, so du, dass man dich halt eher bremsen muss und dass du halt gerne auch immer viel machst, zum Beispiel auch jetzt bezogen auf den High Rocks, dass du da auch super, super viel machst und eigentlich sportlich immer aktiv bist und dir halt selber immer die Herausforderung suchst. Ja, und ich glaube, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, den man da sich irgendwie, dass man sich einfach eine Herausforderung sucht, man so sagt, so ja, okay, ich gebe jetzt alles, dass ich dieses Ziel einfach erreichen kann. Ja, ich glaube, das ist wichtig, weil sonst, wenn man da nichts hat, dann, ja, dann ist es schwer. Warum soll man sich dann irgendwie den Arsch aufreißen? Genau. Ja, für was soll man sich sonst motivieren? Ist ja logisch, wenn man nichts hat. So, ja, wir machen ja, wie gesagt, sind viel mit dem Spitzensport unterwegs, viel Judo, Leistungssport, müssen Gewicht machen, haben viel Training, sind häufig unterwegs. Du hast vorhin gerade schon gesagt, dieses viele Training macht dir nichts aus, weil du meistens eh immer dafür auch motiviert bist. Also es ist manchmal, kann es in vielerlei Hinsicht auch, sag ich mal, negativ konnotiert sein. Was würdest du aber sagen, hat Judo dir alles gegeben? Also auf jeden Fall, glaube ich, ein gutes Selbstbewusstsein. Finde, also auch oft, wenn man irgendwo, also ich bin noch nie in irgendeine Situation gekommen, wo mich irgendjemand vielleicht dumm angemacht hätte oder sonst irgendwas. Ich glaube, man strahlt einfach auch so eine Selbstsicherheit irgendwie ein bisschen aus. Mhm. Dann auf jeden Fall zeitmanagementmäßig bin ich top aufgestellt. Echt? Okay, wir müssen pünktlich beim Training sein, aber also mein Zeitmanagement ist... Dass man, wie gesagt, aber hey, Uni, Arbeiten, Training, so immer alles so in einen Hut kriegen. Also muss schon der Tag gut geplant sein, weißt du, was ich meine? Ja, also das stimmt. Man ist da gar nicht so schlecht drin. Ja, stimmt. Was hat mir noch gegeben? Viele, viele Freundschaften. Ja, das stimmt. Nein, aber ich finde schon so ein Sport irgendwie, wir sind so viel unterwegs, ihr seid wie eine zweite Familie. Also ich sehe euch öfter als fast meine Familie oder sonst. Also das sind so enge Verbindungen. Ich glaube, bei so einer normalen Arbeit ist es schwer, so enge Verbindungen zu anderen Menschen aufzubauen, sie so gut zu kennen. Ja, ich finde schon, man auch so viel was Schönes. Man erlebt so viel zusammen, also schöne Momente, traurige Momente, Dopingkontrollen. Also, ja, finde ich schon. Ja.
Ich glaube, man ist eigenständiger als andere Menschen. Ich, wenn man schon mit hier 17 alleine von, keine Ahnung, Stuttgart nach Japan fliegen muss, klar, da trifft man die anderen, aber ich glaube, man ist schon eigenständiger als andere. Ich weiß noch, in meiner Werkstudentenzeit, da waren welche, die waren 21, mussten halt nie irgendwie was machen. Ey, wenn die mal nur irgendwie irgendwo was abholen mussten, dann sind die mal zu zweit dahin gegangen und so. Also die waren so uneigenständig mit 21 Jahren, wo ich so dachte, so, hä, wie kommt ihr denn klar in eurem Leben? Oder die eine Gar auch hat nicht. es überlegt, ja, ob sie irgendwie so als Werkstudentin neben ihrem Master noch ein bisschen weiterarbeiten möchte. Dann hat die es nicht gemacht, weil es so zu viel war. Wo ich mir auch denke, ey Mädel, du studierst, das war's. Also, Ja. wie, du kannst da nicht nebenher noch ein bisschen arbeiten. Also. Ja, weil die dann, glaube ich, weil dann halt auch dieser Faktor Freizeit bei vielen Leuten extrem wichtig ist und der fällt ja bei uns, der bricht ja bei uns so krass weg teilweise. Also Ja. das Einzige, wo man wirklich sagt, da gehen wir zu zweit hin, ist halt aufs Klo. Aber ansonsten ist halt so alles andere, keine Ahnung, machen wir dann teilweise so selbstständig, das stimmt. Ja, deswegen, also ich glaube, man ist schon ganz anders irgendwie unterwegs als andere. Man lernt das da schon mehr. Heftig eigentlich, wenn Sehr man gut. darüber so nachdenkt. Ja, aber ist doch wirklich so, ne? Ja, voll, 100%. Ja. Bei der nächsten Frage hast du es an der einen oder anderen Stelle schon mal ein bisschen angeschnitten, aber was würdest du, wenn du jetzt zu Nachwuchs-Judokas sprechen könntest, zu ganz vielen, und ich hoffe, ganz viele hören gerade zu, was würdest du denen mit auf den Weg geben wollen? Mal ganz abgesehen davon, dass sie, wie sie erfolgreich werden, aber einfach, ja, was würdest du denen sagen nach deinen ganzen Erfahrungen, die du jetzt bisher schon gesammelt hast? Auf jeden Fall eben auch, wenn es mal nicht so gut läuft, so Phasen gibt's, dann einfach dranbleiben. Kann halt auch mal sein, es kann auch mal ein Jahr lang laufen, scheiße laufen, auch 2 Jahre. Aber man muss da irgendwie auch an sich glauben, an sich arbeiten. Klar, also auch fleißig trainieren, so ist nicht. Aber dann, keine Ahnung, dass man eben nicht so leicht aufgibt, wenn man irgendwie ein Ziel hat, dass man da auch wirklich irgendwie alles begibt und dran glaubt und an sich glaubt. Das ist, glaube ich, auch das Zweite, an sich selber glauben. Und Ja. selbst wenn irgendwie andere Leute jetzt sagen, okay, nö, das schaffst du jetzt niemals, ja, nö, dann gibt's nachher das Zeichen. Ich möchte jetzt nicht sagen, was du gezeigt hattest. Die Leute sollen schon das Video angucken. Aber ja, ne? Also ist so, deswegen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. An sich glauben, dranbleiben, auch bei schwierigen Phasen einfach sich nicht von unterkriegen lassen. Ist manchmal leichter gesagt als getan. Und vielleicht einfach manchmal auch eigene Wege gehen. Man muss nicht immer der breiten Masse hinterherlaufen, wenn man jetzt irgendwie für sich selber irgendwas sieht, was, wo man sagt, okay, ich glaube da nicht dran, das bringt mir nichts, muss man sich vielleicht manchmal auch einfach trauen, was anderes zu machen. Ja, eigentlich so, sage ich mal, sich nehmen, was man braucht, oder? Ja, nee, aber ja, ist so. Und das hört sich jetzt immer blöd an, wenn man das so sagt, aber man darf auch manchmal im Leistungssport egoistisch sein. Man muss, also wenn man Im Leben jetzt, auch, bitte. also ja, stimmt. Nee, aber Ja. es ist ja auch richtig. Also man muss auch in erster Linie manchmal an sich selber denken. Man kann sich immer nur allen anderen recht machen. Genau, weil man ja selber irgendwie vorankommen möchte. Natürlich die anderen auch, aber man ist ja erstmal seines eigenen Glückes Schmied, um jetzt hier wieder ein paar Sprichwörter aufzugreifen. Das habe ich sogar richtig gesagt. Ich weiß noch, da hatten wir irgendwann mal welche, da habe ich zu viel falsch gesagt. Irgendeine Nee, das war Folge. richtig. Ja. Auf das Judo bezogen. Wir haben ja jetzt schon gesprochen, 2019 bist du Vize-Weltmeister, 2009, 2019. Den Zahlenreder hatte ich bei Louis auch. 2009 bist du Vize-Weltmeisterin geworden. Und das ist ja jetzt schon, du machst ja schon, hast du auch gesagt, seit 25 Jahren machst du einfach schon Judo. Wie sehr hat sich das Judo, falls es sich verändert hat, in dieser Zeit verändert? Sehr, sehr. Zu meiner Zeit gab es noch, das sagt jetzt wahrscheinlich den Jungen gar nichts, aber Wertungen wie Koka, Ah, Juko, sagt mir dann doch gab's was. Wazari, dann Ippon, ja. Also damit habe ich mal angefangen. Dann so diese früher durfte man noch Beinfasser machen, um zu werfen. Das habe ich auch eigentlich ganz gern gemacht. Das war, fand ich auch Echt? schon eine Umstellung. Ja, ich habe noch Beinfasser gemacht. Also, aber ich wusste, also, dass du es auch gerne mochtest, tatsächlich, muss ich ehrlich Ja, gestehen. doch. Gerade ich fand es voll gut, wenn du ans Bein gehst und dann zum Beispiel zum Ochi. Mega.
Na okay, du hast halt auch einen sehr das starken haben wir Uchi. Immer gehasst. Ja, ich fand es immer so kacke, zum Beispiel, wenn du auch mit Uchimata so reingegangen bist, du konntest halt super easy gegengedreht werden teilweise. Ja, gut, okay, das war nicht so einfach. Aber für Uchi, ja, okay, ja. Warum nicht, wenn man das gut hinkriegt? Ja, hat ja alles seine Vor- und Nachteile, ne? Ja, das aber stimmt. Aber es gab auch ein paar schöne Techniken, wo das ganz, ganz hilfreich für war. Oder dann teilweise auch, was ich mit Griffkampf, mit diesem Griff lösen und sowas könnte man ja früher einfach mit zwei Händen, also jetzt ist ja auch wieder ein bisschen anders, ja. Aber ey, es gab dauernd irgendwelche Änderungen von dann mit Strafen und also, ja, doch. Und was ich auch merke, bei den Jüngeren, manchmal, wenn man da irgendwie Lehrgänge gibt und zu meiner Zeit durfte man irgendwie noch egal wie greifen, jetzt ist manchmal so bei den Jüngeren, dass sie irgendwie nicht um den Kopf oder nicht um die Hüfte oder irgendwas greifen dürfen und so, wo ich dann auch echt? So da stehe und so, ja, da gibt's manchmal so Sachen, wo ich auch keine Ahnung habe. Ich glaube gerade so in der U14 oder was das ist. U15, ja. Genau, U15. Da gibt's doch so, ich glaube, die dürfen nicht um den Kopf fassen oder so. Genau, du darfst nicht über das hier Rücken, also über die, da wo hier die Werbung sonst immer ist, da darfst du nicht rüberfassen auf den Rücken drauf. Und echt? Gut, das ist aber auch im Erwachsenenbereich eigentlich auch so, dass wenn du die ganze Zeit an der Hüfte bist, also hinten im Gürtel rein fest, dann muss eigentlich genauso wie wenn du einseitig kämpfst, musst du eben direkt Aktion haben. Und bei den echt? Kindern ist es ja häufig so, die fassen da erstmal hin und dann erstmal passiert gar nichts. Nicht nur bei den Kindern. Sorry. Der kam so raus, ja. Aus Versehen. Genau, aber in Nacken oder eher auf den Rücken drauf fassen ist da ja noch verboten. Ja, war dann, da, ich weiß auch, als ich auch noch gekämpft habe, U11 sogar noch, da konntest du das noch machen, aber dann war so, ja, für Kinder, die sind ja noch im Wachstum und das geht dann aufs Genick und sowas und dann, naja, solche Sachen dann, ne? Das ist genauso Schwachsinn wie mit Diving. Wirklich. Ja. Deswegen, also es gibt so viele Änderungen dauernd, auch eben die IGF, die sind ja ganz groß drin, sich immer irgendwas Neues auszudenken. Von daher, ja, ich habe da einige Veränderungen mitgemacht. Heftig. Also ja, so Yuko und Koka, und das habe ich ja auch noch miterlebt. Obwohl ich sagen muss, so bei Koka bin ich nicht schade drum, dass es weg ist. Also ist vor allem, weil dieses auf dem Po plumpsen und dann hast du verloren, weil du auf dem Hintern gefallen bist, ist schon, boah. Das ist schon undankbar. Ja. Also manche Regelungen sind schon auch ganz, ganz, ganz gut. Ja. Nicht alles so ja, das stimmt. Du hast ja jetzt auch schon so ein bisschen erklärt gehabt, wie sich einmal A, die Regeln verändert haben, aber da auch hingehen natürlich dein persönliches Judo jetzt mit den Beinfassern. Wie würdest du jetzt, wenn du dein eigenes Judo jetzt gerade beschreiben würdest, wie würdest du das beschreiben? Was für ein Kampftyp bist du? Was sind deine Lieblingstechniken vielleicht? Ja, beschreib einfach mal kurz so dein Judo. Also ich glaube, dass ich gar nicht so 100% so diesen leichten Kampfstil habe. Es sind ja viele, dass die Leichten so schnell sind, dass sich so viel Techniken so machen. Also ich klar bin ich schon schneller als jetzt vielleicht in den schweren Gewichtsklassen, aber ich bin jetzt nicht dieser, der die ganze Zeit Technik hintereinander macht, sondern ich brauche immer so ein bisschen, ich bin eher so der statische Kämpfer, der erstmal so festsetzen muss und dann seine Techniken macht. Ansonsten, was ist gut, ich mache natürlich auch das, was die anderen Leichten machen, ist Seo Sode, wobei ich das echt auch erst seit wenigen Jahren jetzt kann. Habe ich mir dann doch irgendwann mal noch antrainiert, weil es gar nicht so schlechte Techniken sind. ansonsten Ochigari finde ich gut, auch ohne Bein kann ich es noch. Und, das stimmt. Einseitig Sumigaeshi. Oder dann halt nach vorne zum Uchimata. Das sind so meine Techniken, hätte ich gesagt. Ja, auch sehr vielseitig eigentlich, wenn man so überlegt. Ja. Ich finde aber, manchmal sieht das gar nicht so aus, dass du dann so in Anführungszeichen statisch bist. Aber ich glaube, weil ihr euch dann allgemein schneller bewegt und das ist einfach so schnell und man ist so, wow, krass. Ja, genau. Eben diese Techniken mache ich, glaube ich, schon auch schnell, aber ich bin jetzt nicht so einer. Es gibt so manche so Wilde, die da die ganze Zeit hin und her, rechts, links, oben, unten eindrehen sofort und so. Also das bin ich nicht. Ich brauche schon immer erstmal meinen Griff. Und dann geht's los. Wer ist da zum Beispiel so relativ, wer sich immer viel bewegt und schnell? Boah, ich finde, die Spanier sind schon so welche, die, und die Italiener teilweise auch. Sobald die dann in den Griff haben, zuppeln die irgendwie da an dir rum, schmeißen sich
direkt irgendwo rein. Das haben wir auf jeden Fall nicht abgekriegt. Ich muss auch immer. Aber stimmt. Manchmal hasse ich das auch, weil es gibt halt auch richtig viele, die dann sich irgendwie vorn reinschmeißen. Nicht mit einer Wurfabsicht und dann sind wir zum Beispiel so ein bisschen langsamer und dann sehen wir halt immer schlecht aus und kriegen erstmal die Schilos und man denkt sich so, Mann, Alter, der war einfach nur kurz ein bisschen schneller, weil er sich vorne reinschmeißen kann und ich kann mich aber nicht so reinschmeißen wie der. Und dann ja. Kriegt man sich immer so auf. Ja, ich weiß, was du meinst. Und dann eben, wie du sagst, kriegt man für Passivität eine Strafe, wenn ich mir auch denke, ey, das waren jetzt natürlich 3 Angriffe von ihr, aber keiner von denen war auch nur annähernd gefährlich, dass ich da gefallen wäre. Also, ja. Das ist genau so. Das sage ich dir schon 1000 Mal, Giovanna. Ja, aber musst du die einfach ablocken, unten liegen lassen und dann nochmal so einen so. Aber manchmal schmeißen die sich da so rein, da geht das nicht. Ich wollte gerade sagen, das gibt wirklich, wenn die das gut können, dann musst du halt irgendwie mit dem Arm irgendwie runter oder sowas, aber trotzdem würdest du nie fallen. So, das ist jetzt nämlich die iPhone-Geschichte Uno Reverse. Jetzt ist nämlich 2-1 andersrum. Als Info, wir hatten vorhin gewisse Startschwierigkeiten. Ich bin hier mit meinem MacBook und hier sind Apple, nicht Verweigerer, aber nicht Apple-Liebhaber. Und da wurde erstmal vorhin gegen mich geschossen, aber jetzt habe ich endlich jemanden, der meine Meinung auch mal vertreten kann. Geht es in die andere Richtung. Das ist aber ganz ehrlich auch mit diesem Vorschmeißen, das ist genauso kacke wie mit Shido rausschieben und Shido raustreten. Ja. Manchmal tritt man schon raus, aber meistens wird man rausgeschoben. Man kriegt immer Shido für raustreten. Ja, zumindest zu 99%. Ganz ab und an machen sie es dann doch mal anders. Ja, dann ist das schon so offensichtlich, wenn man denkt, das ist ein Bob-Anschieber, der da auf einmal auf der Matte steht. Dann gibt es ein Shido rausschieben. Selbst dann nicht immer. Ja, genau, selbst dann nicht immer. Okay, das Thema müssen wir jetzt beenden. Da können wir uns nämlich so krass reinsteigern, dann sitzen wir hier morgen noch und quatschen darüber. Das stimmt. Du wolltest ja nach Tokio, nach den Olympischen Spielen, eigentlich bereits deine Karriere beenden. Wie kam es dazu, dass du dich dann schlussendlich doch dagegen entschieden hast und, nehme ich jetzt mal an, auf Paris 24 noch hinstrebst? Ja, das war eigentlich, weil es glaube ich auch im Einzelnen nicht so gut lief und irgendwie war ich echt unzufrieden damit, weil ich gar nicht so alles zeigen konnte. Und deswegen habe ich gedacht, irgendwie, also es hat mir nicht gereicht. Irgendwie habe ich gedacht, nee, ich möchte da nochmal hin und es nochmal besser machen. Und dann, also ich habe danach schon, was weiß ich mal, dann 2 Monate fast kein Judo gemacht, aber trainieren macht mir einfach immer noch Spaß. Ich habe eigentlich fast direkt auch schon wieder dann Krafttraining gemacht, irgendwie High Rocks, CrossFit-mäßig und so. Also ich mache einfach gern Sport, auch ja, in meiner Freizeit quasi, wenn ich eigentlich jetzt mal kein Judo machen frei hätte, dann gehe ich bouldern oder sonst irgendwas. Also ich brauche das irgendwie. Und ja, ich muss nicht so viel abnehmen. Ich bin relativ verletzungsunanfällig. Dann habe ich gedacht, eigentlich könntest du schon noch weitermachen. Aber mir war dann auch wichtig, dass alles andere drumherum passt. Also gerade, ich wollte nicht noch weiter nur als, in Anführungszeichen, nur als Werkstudentin arbeiten, sondern habe gesagt, okay, irgendwie muss ich mich auch langsam, ich werde älter, beruflich weiterentwickeln. Und also hätte ich da jetzt meinen neuen Arbeitgeber nicht gefunden, glaube ich, hätte ich es auch nicht gemacht. Also es hat einfach auch alles irgendwie so zusammengepasst und zusammengespielt, dass ich dann gesagt habe, komm, ich probiere es. Wenn ich jetzt irgendwie mega, nee, es macht mir doch keinen Spaß mehr oder sonst sowas. Ich kann ja jederzeit aufhören. Zwickt mich ja keiner dazu. Ja, das stimmt. Könntest du, aber das ist jetzt einfach eine Frage, die mich interessiert, könntest du dir sogar vorstellen, 2028 oder sagst du so, boah, nee, das ist auf jeden Fall so weit, dass da habe ich andere Pläne, da ist dann Familienplanung, heiraten, was weiß ich, im Spiel. Nee, ich glaube nicht. Um ehrlich zu sein, dass ich irgendwie nach, wenn ich hoffentlich Paris schaffe und da an den Start gehe, dass ich danach irgendwie nochmal so ein bisschen weitermache und vielleicht nochmal so 1-2 coole Turniere mitmache. Das schon, aber bis 28, nee, das kann ich mir eigentlich nie vorstellen. Ich möchte dann eigentlich auch mal irgendwie ein bisschen reisen. Da hat man ja mir doch auch nicht so die Zeit für und alles. Und das klingt auch mal wieder so dumm, das Leben genießen. Das, also ja. Ob man es jetzt nicht genießen würde. Das, also, aber
Ja, halt ja, anders. Nee, einfach. Nicht. Ja, genau. Und mit Reisen. Wenn man jetzt keine Zeit hat, macht man gern. Ja, und noch mal um an das Thema Reisen anzuknüpfen. Wir reisen auch viel und wir sehen auch Sachen, aber vielleicht auch mal wo anders hinreisen. Urlaub. Dass man das nochmal so ein bisschen klarstellt. Ich meine, was sehen wir meistens? Ja, wenn wir irgendwo sind, irgendwie, dass man mal einen Tag ein bisschen ein paar Stunden frei hat, was angucken kann, okay. Aber meistens, was weiß ich, fliegen wir wohin, dann ist am nächsten Tag Waage, das heißt, man macht nur Gewicht, dann geht man zum Wettkampf am nächsten Tag, morgens um 6 Uhr fliegt man wieder nach Hause, kann noch nicht mal ein Frühstück mitnehmen. Also, ja, man sieht ja jetzt nicht so viel. Das vor allem mit Corona auch, war das sehr falsch. Schlimm. Ja, das stimmt. Ja, da war es noch schlimmer. Weil wir nicht mal das Hotel verlassen durften, außer um zur Halle zu kommen, aber. Ja, nee, ja. Aber ich finde auch manchmal, je nachdem, wo man hinfliegt, dass ich, wenn ich bis nach Brasilien fliege, da bin ich manchmal länger im Flieger, glaube ich, als ich vor Ort bin. Ja, das ist sogar manchmal, das ist jetzt gerade sogar nicht mal untertrieben, aber gefühlt ja. Ja, deswegen, stimmt. Also. Ja. Ja, also es geht so, wir wollen das jetzt hier nicht einreden, aber es ist immer noch so diese Frage rund um dein Karriereende. By the way, wenn du dein Karriereende bekannt geben möchtest, mach das bitte hier bei Gios Randori. Wir sind, wir wollen hier die Plattform sein, wo alle Judoka ihre Announcements loswerden, ja. Auch wenn du irgendwas anderes bekannt geben möchtest, gerne bei uns dann. Alles klar. Ja. Ich merke es mir vor. Genau, und wenn alle anderen, die zuhören, wenn ihr gerne nochmal Katamens nochmal eine zweite Folge von ihr hören möchtet, ne, weil ich kann soweit jetzt schon mal sagen, also super Kämpferin, das wussten wir vorher schon, aber auch Persönlichkeit Top G, ja, also von daher bitte gerne sagt uns Bescheid, wenn ihr gerne nochmal von ihr hören möchtet und dann kommt das auf jeden Fall hoffentlich wieder zustande, aber du hast ja ganz viele Weggefährtinnen gehabt, die jetzt zum Jahresende auch die Nationalmannschaft ja verlassen haben aufgrund Karriereende. Was ich dann gesehen habe und mir vor allem gleich in den Kopf geschossen ist, ist ja Luise Malzahn, die ja damals auch eine WM-Medaille 2009 in Paris mit dir gewonnen hat. Also das Team Deutschland damals war absolut crazy. Wie schwer ist das dann teilweise für dich, eben so diese wirklich langen Weggefährten, die du da quasi hattest, dann auch ja hinter dich, sage ich mal, zu lassen und dann jetzt trotzdem weiterzugehen mit, ich sag mal, den jungen Gemüse hier, wie Giovanna. Ich muss sagen, viele von den Jungen sind ja jetzt dann auch schon ein paar Jahre dabei. Also wie gesagt, ich und Chio, wir sind jetzt auch schon 6 Jahre miteinander oder sowas unterwegs und daher ganz neu ist es nicht. Aber ja, ist natürlich schon schade, wenn man jetzt zurückdenkt, irgendwie letztes Jahr, vor 2 Jahren bei Olympia mit Teresa Stoll und so, das fand ich schon auch mega cool und mit Martina und so, also das ist natürlich super schade, aber andererseits freue ich mich auch für die, dass sie irgendwie ja auch happy mit ihrer Entscheidung sind und jetzt eben das zweite Leben genießen können und irgendwie was anderes machen können. Von daher bin ich natürlich super happy für die, auch gerade mit den Stollis habe ich super viel Kontakt, einfach immer noch. Auch wenn die jetzt vielleicht man sich nicht mehr jede zweite Woche irgendwo auf der Welt zusammen unterwegs ist. Und ich muss sagen, wir sind ein mega cooles Team im Moment, finde ich. Auch so mit den Jüngeren, die nachgekommen sind. Gerade mit Mascha und Seja. Und jetzt Pauli ist ja auch schon seit Jahren dabei. Jetzt seit ein paar Jahren, also seit 2 Jahren jetzt halt natürlich ein bisschen mehr, also enger. Und ich muss sagen, wir sind mega das coole Team. Ich verstehe mich richtig, richtig gut mit denen. Also ich muss das sagen, weil ich auch am Anfang so ein bisschen so, oh je, mal gucken, was das wird, weil ich die halt nicht so gut kannte. Aber also ich bin jetzt richtig dicke mit denen. Also ich von daher, ich bin also auch mit den neuen Leuten richtig happy, mit dem jungen Gemüse. Ne? Und die halten mich jung. Das ist vielleicht auch gut. Also ich glaube auch, was man sagen muss, ich glaube, wir sind, also ist, glaube ich, mit uns allen relativ umgänglich. Also ich glaube, keiner ist irgendwie ein Problemfall oder so. Also man kann sich mit jedem irgendwie unterhalten und kann mit jedem gut klarkommen. Also das ist schon echt richtig cool. Was ja auch irgendwie nicht so klar, selbstverständlich also, ist, ne? Nee, überhaupt nicht. Also klar ist Moment ist mit dem einen oder anderen ein bisschen dicker als mit dem anderen, aber wir sind echt alle untereinander, verstehen wir uns echt gut. Es gibt, wie du sagst, es gibt keinen, der irgendwie ja da raussticht und irgendwie nicht so cool ist. Ja. Stimmt eigentlich. Das ist echt. Und das, ja, und das ist ja auch wichtig, vor allem wenn man so viel unterwegs ist wie wir, ne?
Ja, das war, wenn du da nur mit welchen unterwegs bist, wo du denkst, oh, mach drei Kreuze, wenn wir uns wieder nicht mehr sehen. Ich glaube, das Ja. wäre auch gar nicht möglich. Nee. Also. Nee, also man muss, ich sage auch ganz ehrlich, manchmal teilweise, wenn man so 2, 3 Wochen unterwegs ist, man hat irgendwann mal kurz einen Lagerkoller, aber das ist ganz normal. Aber das ist dann mal so ein, zwei Ja. Stunden, dass man so ein bisschen so scheiß auf die ganze Welt und da alles ist nervig. Aber dann fangen wir uns eigentlich auch relativ schnell wieder. Also es ist jetzt nicht so, dass dann einmal Lagerkoller ist und dann ist die letzte Woche ist Mord und Totschlag. Nee. Und das versteht ja auch jeder. Jeder weiß, okay, die braucht jetzt halt einfach mal zwei, drei Ja. Stündchen für sich und dann ist auch wieder alles gut. Ja, genau. Was lachst du so Ja, und das. verschmitzt, Luigi? Nee, nee, weil wir haben ja drüber gesprochen gehabt, weil du gerade meintest, das hält dich jung. Also ich war ja geschockt, dass du zum wiederholten Male 29 Jahre alt geworden bist. Ich hätte dich echt jünger eingeschätzt. Und da haben wir drüber gesprochen gehabt und Jonah meinte so, nee, ist schon mehrfach 29 geworden. So Von sieht's daher. aus, ja. Ey, so ein Nee, aber wie gesagt, Schmeichler. eben. Ja, Kappa hat nee. Sorry, an alle, die jetzt Hoffnung hatten. glücklich vergeben, glücklich vergeben. So sieht's aus. hier, bevor Luigi noch ein bisschen mehr schleimt, nein, Spaß. Der ist ja auch Das ist kein glücklich Schleim, das ist vergeben. die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, ne? Sorry, Julia, das sollte nicht böse gemeint sein. Falls Julia, das ist die Freundin von meinem Bruder, die heißt Julia. Deswegen. Also alle verglückt vergeben, ja. So, hatten wir vorhin schon mal ein bisschen über deinen Werdegang ein bisschen gesprochen und du hast ja Mechatronik slash Elektrotechnik studiert und hast auch deinen Masterabschluss. Und ja, ich setze das jetzt auch mal in Anführungszeichen. Warum hast du dich für so einen männertypischen Beruf entschieden? Ja, gute Frage. Ich glaube, ich war schon immer, also ich habe auch in der Realschule, habe ich nicht wie alle anderen Mädels hier Mumm, das war Kochen und Nähen gemacht, sondern ich habe Technik gemacht als einziges Mädchen, weil ich hatte gar keinen Bock drauf, irgendwie da zu nähen und sowas. Habe ich, glaube ich, schon immer lieber da bisschen gewerkelt und so. Ich glaube auch als Kind, was weiß ich, wir waren voll oft draußen im Garten, haben irgendwas geschnitzt, irgendwie mit einem Meißel auf irgendwas drauf rumgehammert oder sonst irgendwas. Also Da kommt der irgendwie hat Rowdy mich zum das schon Vorschein immer, wieder. ja wirklich, also wirklich, ich glaube, es hat mich schon immer mehr. Dann mein Taschengeld habe ich auch damals verdient, indem ich bei meinem Papa in der Firma erstmal musste sie hocharbeiten, aber später durfte man löten, hat man richtig, richtig Kohle verdient, also, damit man sich das neueste Handy leisten kann. Genau, deswegen da auch irgendwie so ein bisschen, Samsung war da noch nicht mal so, was Ach Nokia so. und sowas gab es alles noch. Das war so ganz früher, das waren ja auch Sony. keine Smartphones. Oder Sony Ericsson auch noch. Ja, genau. Die ganz coolen, da gab es so ein Handy mit so, wo die Tasten, zwei Tasten immer zusammen waren. Das wollte ich auch unbedingt haben. Da musste man halt ein bisschen für arbeiten, Ja. ne? 2 Tasten zusammen. Ja, da waren irgendwie, was ist so, das war dann nicht die 1 und die, was ist drunter, 4 getrennt, sondern die 1 und die 4 waren so auf einem Dinger drauf. Das war ein cooles Okay. Handy. Das ist Das wollte ich auf jeden Fall haben. wie beim Haustelefon manchmal, wenn du so diese Anruferliste hast, wo du so nach oben und unten scrollen kannst, oder? Ja, So eine genau. Taste. Ja, genau so in die Real war das Ding. Und genau, da war irgendwie schon Technik. Dann mein Vater hatte ein Auto, ein kaputtes, also so einen alten Porsche. Und da hat er noch einen im Keller gehabt, so als Ersatzteillager. Und da musste ich irgendwie auch immer mithelfen, weil dann, was sehe ich hier, Katar, ich brauche dich, kriech mal da drunter mit deiner kleinen Hand, kannst du das schön rausdrehen? genau, irgendwie einfach, ich glaube, einfach schon immer so technischer angehaucht gewesen. Und dann Sprachen sind auch gar nicht meins. Dann Sport habe ich gedacht, ey, wenn ich den ganzen Tag trainiere, brauche ich nicht auch noch Sport studieren oder sowas. Deswegen habe ich Ja. dann irgendwie gedacht, ja, Mechatronik, Elektrotechnik, das ist doch solide. Das machen wir mal. Ich glaube auch gerade, wenn einem das irgendwie so an die Hand gegeben wird, ne, von klein auf. Na, ich glaube auch irgendwie. Ja, nee, hat mir schon irgendwie immer mehr Spaß gemacht. Auch immer noch. Ich bin jetzt nicht so der am PC-Sitzer und irgendwas die ganze Zeit schreibt, sondern ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man dann auch irgendwie mal ab und an selber mal Hand anlegt und irgendwo ein bisschen was bohren, sägen, was auch immer zusammenbauen kann.
Ja, also ich muss sagen, bei mir Hand anlegen, da reicht eigentlich, wenn ich dann so hier was von Ikea oder so bei mir zu Hause aufbaue. So mit Autos und so, da ist dann halt für mich so, glaube ich, Öl nachfüllen und Wischwasser, da scheitern ja auch manche dann schon teilweise dran. Und ich weiß noch ganz genau, einmal haben wir bei meinem Lupo, glaube ich, war das, haben wir auch mal das Licht gewechselt, aber jetzt bei meinem Auto, das muss halt alles, das ist so elektronisch, das kann nicht gemacht werden. Das Einzige, was wir vielleicht machen können, wir können ein Haus aufbauen oder Inneneinrichtungen, Parkett verlegen und sowas. Oder abreißen, Ist Wände auch gut. einreißen. Wände einreißen, genau. War richtig gut. Nee, ich habe jetzt neulich erst auf meinem Balkon habe ich so einen Klapptisch gebaut. Ich hatte da Selber? so einen normalen Tisch. Nee, also ich hatte so einen normalen Tisch, der war voll groß und dann habe ich da jetzt, was ich, manche Sachen abgeschickt, manche Sachen dran geschraubt und so. Und jetzt ist ein Klapptisch. Ja. Ja, cool. Das ist nice. Sowas macht mir Bock. Vielleicht sehen wir dich auch irgendwann in der Selbstständigkeit, dass du irgendwas selber herstellst und das dann verkaufst. Muss ich nur noch die zündende Idee haben. Braucht jemand einen Klapptisch beim Balkon? Safe. Aber hey, das ist dann aber ein, weißt du, da kannst du noch so ein cooles Siegel machen und dann Klapptisch von Mixteam Bronzemedaillengewinnerin bei Olympischen Spielen, Katharina Menz, Ja. mit so einem Siegel drauf und dann ist das vielleicht schon mal viel mehr wert. Und dann noch mit einer Unterschrift drauf. Das kann schon. Löten kannst du dann auch. Dann kannst du da vielleicht noch irgendwas Löten kann ich auch. reinlöten. Das Kein Problem, kann, kein Problem. wie Anna jetzt sagen würde, Wird. das kommt gefährlich. Ja, nee, aber ich Gefährlich. sag mal so, die meisten ja, Selbstständigen ist es ja häufig so, also es ist ja deutlich schwieriger, eine Idee zu haben, mit der man 1 Million verdienen kann, statt einfach eine Idee, die schon besteht, einfach zu kopieren oder für sich selbst anzupassen und damit dann 10 Euro zu verdienen, aber das eben 100.000 Mal. Das ist wahr. Also von Ja. daher, alles steht hier offen und vom Thema Selbstständigkeit her so ein kleiner Schwing ins Berufsleben, wo du dich ja jetzt, wie gesagt, schon seit letztem Jahr begeben hast. Und zwar, das muss ich ablesen, nicht, dass ich da was Falsches sage, und zwar im Toll. Heinrich-Kipp-Werk in Sulz am Neckar. Ich weiß nicht, ob das der ganze Name ist, aber da hast du ein Trainee-Programm gestartet quasi. Wenn ich das richtig sehe, wo du auch in mehreren Abteilungen quasi so hin und her switchst und einfach einen guten Einblick bekommst. Ich habe auch gelesen, dass das ein Partner des Spitzensports, des Leistungssports irgendwie sein soll. Ist mir persönlich nicht bekannt gewesen vorher. Aber wie ist das damals bei dir passiert, dass du dich gerade für diesen Arbeitgeber entschieden hast? Und warum jetzt gerade im letzten Jahr dieser Berufseinstieg? Wie gesagt, nach Olympia habe ich gedacht, okay, irgendwie beruflich muss ich mich halt dann doch irgendwo auch mal weiterentwickeln und nicht nur in Anführungszeichen immer als Werkstudent weiterarbeiten, sondern wollte dann halt auch irgendwie mal den Next Step gehen. Und war dann einfach auf der Suche, bin auch bei uns auf den Olympiastützpunkt zugegangen, habe gefragt, weil die eben Kooperationspartner haben, Kooperationsfirmen, wo man zum Beispiel auch Ausbildungsstellen oder sowas machen kann neben dem Sport. Und da war dann ganz neu das Heinrich-Kipp-Werk. Die haben sich da gemeldet und haben gesagt, dass sie sowas eben für Sportler anbieten wollen. Und genau, bin da dann einfach mal vorbeigegangen, habe mir alles angeguckt, mit denen gesprochen, geschaut, was die so machen. Und fand es dann eigentlich einfach eine coole Möglichkeit. Ich war auch bei Daimler davor zufrieden, muss ich sagen. Es hat mir Spaß gemacht, aber da gab es einfach eben nicht diese Möglichkeit, dass ich neben. Also schon richtig einsteig und aber trotzdem für den Sport und alles freigestellt werde. Das war da ziemlich schwierig. Und bei denen hat sich die Möglichkeit aufgetan. Da ist jetzt auch so, ich mache, wenn ich da bin, arbeite ich meine 20 Stunden. Wenn ich weg bin, dann werde ich dafür freigestellt. Die Sporthilfe unterstützt es auch und zahlt da so Verdienstausfall. Und ja, so kann ich das einfach perfekt miteinander verbinden, habe aber trotzdem schon wirklich richtige Berufserfahrung. Bin richtig angestellt und eben nicht nur so als Werkstudent. Und was ich auch eigentlich ganz gut finde, mal verschiedene Bereiche zu sehen, weil davor bei Daimler war ich halt auch jahrelang irgendwie im gleichen Umfeld und das hat mir Spaß gemacht, aber ich kannte auch nichts anderes.
und habe gedacht, warum nicht? Also warum nicht mal irgendwie was anderes angucken? Und wenn man jetzt nur am Ende rausgeht und sagt, okay, das ist nichts für mich, dann hat man trotzdem irgendwie was mitgenommen und hat trotzdem Erfahrungen gesammelt. Also ja. Was und macht die Firma da genau? Die machen Normteile, Spannelemente, Bedienteile, sowas. Also da gibt's aber auch verschiedene Sparten. Also ich war zum Beispiel jetzt das erste Jahr war ich auch bei KIPP Car Comfort Systems. Die sind Zulieferer für Automobilbereich, machen da verschiedene Projekte. Da war ich im Team Entwicklung, habe da CAD-Konstruktion und sowas gemacht, Prototypenbau, bisschen so in die Richtung. Und jetzt eben bin ich im Heinrich-Kipp-Werk, die eben so Normteile, Bedienelemente herstellen. Und da bin ich jetzt in der kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Hört sich irgendwie langweilig an, aber ist eigentlich was ganz Cooles. KVP. Ja, genau. Da kennst du deine Ausmerkung. Ja, damit sind wir auch gequält. Ja, aber an sich, ich muss sagen, ich mache da richtig viele verschiedene Workshops und sowas mit und eigentlich lernt man arbeitet mit allen Abteilungen zusammen. Eigentlich ist es ganz cool, weil man überall einen Einblick bekommt. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob das so ein bisschen die Abteilung ist, wo ich immer bleiben werde, aber irgendwie mal, um so das ganze Unternehmen besser kennenzulernen, ist es gar nicht mehr so verkehrt. Aber halt auch, wie du gerade sagst, wenn du einen Einblick in jede Abteilung kriegst, ist es ja auch eigentlich cool, weil du dann auch sagen kannst, okay, das könnte ich mir für die Zukunft vorstellen, das eher weniger. Und dann ist man halt auch nicht so stumpf auf einem Platz. Das ist ja schon cool. Ja, genau. Eben, ich finde es auch mega. Also als sie gesagt haben, dass diese Möglichkeit besteht, dass ich das mache, habe ich auch gleich gedacht, ja, wieso nicht? Eben. Ja. Gerät man mal verschiedene Eindrücke und vielleicht sieht man irgendwas Neues, was man irgendwie viel besser findet, als das, was man bisher die letzten Jahre gemacht hat. Ja, und kannst du dir auch vorstellen, wenn du mit dem Sport aufhörst, dort weiterhin zu bleiben derzeit? Ja, doch, ja, eigentlich schon. Am Anfang, wie gesagt, war ich so ein bisschen, naja, mal gucken. Ich schaue es mir einfach an, aber ich bin echt richtig zufrieden dort. Die Leute sind alle super nett. Es ist ein viel kleineres Unternehmen, so ein Mittelständler. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Also Daimler war auch cool, aber ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz schön, dass man mal irgendwie so alles mitkriegt. Also man kriegt da irgendwie ein Angebot oder so ein Projekt rein zu den Überlegungen, Prototyp, Entwicklung. Es geht, werden die ersten Teile gefertigt, es geht in Serie und so, dass man diesen ganzen Prozess immer mitnimmt. Weil bei Daimler war ich halt in meinem Bereich, ich habe was gearbeitet, aber man sieht nie so das große Ganze. Und eigentlich finde ich das eigentlich ja. Auch ganz schön, also hat irgendwie auch was, muss ich sagen. Alles ein bisschen kleiner, ein bisschen familiärer. Man kennt sich irgendwie, man kennt da fast jeden. Ja, wie groß ist das Unternehmen, wenn ich fragen darf? Also wie viele Mitarbeiter, was denkst du so? Also im Heinrich-Kipp-Werk selber, da sind es, glaube ich, 400, aber wie gesagt, es gibt die KIPP Group, das sind eben verschiedene Unternehmen. Also bei KIPP CCS waren es, glaube ich, so 100 Leute. Genau. Aber auch wie gesagt, im Hauptwerk, wie viele sind es da? Also viele sind halt in der Produktion oder im Verpacken oder sonst irgendwas, aber so, ja, wahrscheinlich sind da 250 Leute an dem Stand oder sowas. Ja, nee, aber was ja dann auch cool ist, dass auch wenn das Unternehmen vielleicht wenige Mitarbeiter hat, dass sie es halt trotzdem ermöglichen können. Also natürlich nochmal auch in dem Sinne, wie du gesagt hast, Shoutout an die Deutsche Sporthilfe, dass sie da dann den Verdienstausfall zahlen. Aber es ist ja auch nicht immer so selbstverständlich, dass wenn man eher in einem, ich nenne es jetzt auch mal ein kleineres Unternehmen ist, dass die ja halt trotzdem sagen, okay, wir wagen das und wir gehen das Risiko ein und es stört uns nicht, dass du unterwegs bist und wir fördern dich dann auch gerne und unterstützen das. Ich glaube auch eben viele Unternehmen, wenn die das nicht kennen, also dort war es auch so, der Personalchef, der da neu hingekommen ist, der hat in den Firmen davor schon mit Spitzensportlern zusammengearbeitet und der hat es dann auch in der Firma wieder mit reingebracht und der kannte halt auch diese positiven Seiten, die das hat. Ja. Und ich glaube, wenn man das halt einfach nicht weiß, dann sieht man denkt so, naja gut, da ist die Person, die ist immer nur weg, was bringt mir das? So in dem Sinne. Aber der kannte halt die positiven Seiten, wie jetzt mache ich ein bisschen Werbung für, damit alle Unternehmen bitte Leistungssportler bitte.
genau. Das sieht halt auch die positiven Seiten für, wenn man da ist, also klar, man ist nicht immer da, aber wenn man da ist, dann, ich glaube, du kennst auch, dann gibt man halt auch alles dafür. Dann möchte man eine gescheite Arbeit machen, weil man ja irgendwie auch was zurückgeben möchte und dankbar dafür ist, dass man diese Chance hat. Dann das muss ich auch sagen, es war nie irgendein Problem mit meinen Kollegen, dass sie sagen, die ist ja immer nur weg. Also das sind auch alle so, oh, und wie lief's und verfolgendes. Also sie finden es auch irgendwie mega cool. Und andererseits, man kann mit uns ja auch werben. Also ich gehe zum Beispiel auch in Schulen im Umkreis, in der Region, zeige da ein bisschen Judo, mache da ein bisschen was und kann halt immer auch Werbung für meinen Arbeitgeber machen. Und heutzutage ist jetzt auch nicht mehr so, dass jetzt je nach dem Unternehmen müssen die ja Leute auch nach Leuten suchen, nach Arbeiten suchen. Und in der Region ist das Heinrich-Kippwerk jetzt schon langsam ein bisschen bekannter, weil wir einfach auch als Sportler da unterwegs sind, bei Veranstaltungen und so. Und immer wird natürlich ein bisschen Werbung für das Unternehmen gemacht. Also man kann das ja auch positiv sehen. Ja, also auch definitiv. Und was man dann da auch irgendwie sagen muss, da muss ich jetzt auch nochmal anmerken, du machst 25 Jahre Judo. Und das zeigt halt auch einfach Kontinuität. Also, dass du nicht einfach eine Sache aufgibst. Weil du machst nicht einfach so 25 Jahre Judo, weil du denkst, ja, ist ein netter Zeitvertreib, habe ich jetzt einfach mal so Bock drauf. Sondern das zeigt halt auch wirklich so, man bleibt an Sachen dran und auch gerade an Judo, eine Sportart, die super vielseitig ist, man beißt sich die Zähne raus, bis man es dahin geschafft hat, wo man es irgendwie braucht teilweise. Und natürlich, ja, okay, wir haben manchmal auch ein bisschen Error im Kopf und können vielleicht auch nicht jede Aufgabe immer zu 100% oder perfekt lösen, aber wir versuchen da alles reinzustecken, unser Herzblut und sind halt auch froh, dass wir so unterstützt werden und geben aber auch gerne kund, wo wir arbeiten und teilen das halt auch gerne. Ja, genau, so ist es. Deswegen, also an alle Unternehmen, stellt mehr Sportler ein. Das ist nur positiv. Ja, und es hilft uns auch sehr. Richtung, ja. Vor allem in der Richtung, Shoutout an das Heinrich-Kippwerk, ne? Schaut da mal vorbei bei den Kollegen. Ja. Nicht wundern, manchmal schreibe ich so ein bisschen nebenbei auf meinem Handy, wenn wir den Post machen, dann wollen, wenn wir die Instagram haben, dann wollen wir die natürlich auch markieren. Ja, da freuen die sich, auf jeden Fall. Deswegen muss ich mir mal so ein bisschen Notizen machen, weil ich merke mir das eh nicht, deswegen schreibe ich das schon direkt auf, ich kenne mich. Genau, du hast ja erzählt, dass du auch bei Daimler gearbeitet hast, also bei Mercedes, und du warst da mehrere Jahre als Werkstudentin. Warum bist du nicht dort ins Berufsleben eingestiegen? Also ja, du hast jetzt schon ein bisschen auch einen Einblick gegeben, weil ich will jetzt nicht sagen, dass es einseitig oder eintönig war, aber es ist ja eigentlich so ein bisschen die Punkte, die du jetzt eigentlich auch schon in dem Sinne erwähnt hattest, weil du dein Berufsfeld erweitern wolltest, richtig? Oder gab es vielleicht sogar noch komplett andere Gründe? Schon so ein bisschen, dass ich auch offen war, irgendwie mal was anderes zu sehen, weil, wie gesagt, ich kannte nur das und sonst nichts anderes. Von da habe ich schon gedacht, ich könnte mir einfach auch mal ein bisschen was anderes angucken und schauen, ob mir das vielleicht nicht mehr Spaß macht. Aber wie gesagt, auch bei Daimler gibt es leider eben diese Kooperation nicht. Und klar hätte ich da irgendwie auch Teilzeit arbeiten können, aber hätte ich halt auch immer gucken müssen, ob ich freigestellt werde oder nicht. Also es gab da einfach nicht diese Kooperation. Deswegen habe ich gesagt, keine Ahnung, also es ist mir schon lieber, da irgendwie sicher zu sein, dass der Arbeitgeber wirklich dahinter steht und nicht dann irgendwie nach 2 Monaten sagt, ja nö, also das geht jetzt hier nicht, dass du da irgendwie die ganze Zeit unterwegs bist oder sonst irgendwas. Genau. Und eben, ja, ich fand es eigentlich auch einfach cool, irgendwie mal nochmal was anderes zu sehen und in andere Bereiche reinzugucken und ein bisschen mehr zu sehen und dann, damit ich dann später eben vielleicht weiß, okay, in die Richtung soll es gehen. Ja, ich glaube, über das Thema hatten wir jetzt allgemein auch schon echt viel gesprochen. Deswegen wollte die Frage noch erwähnen, aber ich glaube, eigentlich war sie auch schon fast ein bisschen selbsterklärend. Okay, ja, wir sind auch schon quasi am Ende angekommen. Ist jetzt noch eine Frage von mir, eine von Giovanna und dann noch ein bisschen Fragenhagel. Aber ich möchte es mir jetzt nicht lassen, an dieser Stelle schon mal vorab echt ein recht herzliches Dankeschön dir zu sagen. Also, dass du so viel preisgegeben hast von deinem Weg, von deinen Möglichkeiten, die du hattest und einfach breit erklärt hast, wie du aussiehst und was du alles machst. Und ich glaube, es hilft extrem vielen Leuten, die auch jetzt vielleicht gerade hochkommen im Leistungssport und einfach auch als Persönlichkeit eben super authentisch bist und ja super lustig drauf bist. Und ich hoffe, dass da jeder Spaß daran hatte, der bis jetzt hier noch dran geblieben ist.
Und wie gesagt, ich hatte es vorhin schon angesprochen gehabt, wenn ihr Kata nochmal hören möchtet in einer anderen Folge, vielleicht mal zu einem späteren Zeitpunkt, dann lasst uns das gerne wissen. Auch wenn ihr andere Leute ja gerne mal haben wollt hier in dem Podcast, dann sagt das gerne. Ich werde auch, oder wir werden das Instagram von Kata auch verlinken. Von daher geht da auf jeden Fall auf ihr Profil drauf und macht da ein bisschen Welle. Und ja, würde ich jetzt eben zur vorletzten Frage übergehen, was du noch für Ziele in deiner sportlichen Karriere hast? Paris nächstes Jahr, das ist das größte Ziel. Dafür mache ich alles. Das würdest du als Ziel so stehen, oder hast du noch andere Ziele? Also ist ja nicht verwerflich. Nee, vor allem das, also klar, was weiß ich, bei EMWM, die noch anstehen, Medaillen wären natürlich auch geil, aber das größte Ziel ist schon Paris und da am besten eigentlich die Medaille. Alles andere ist schön und gut, aber damit wäre ich schon am zufriedensten, ja. Ja. Ja, ich glaube, das ist so das Hauptziel von uns allen eigentlich. Das war jetzt kurz, knackig und prägnant. Okay. Jetzt kommen wir last but not least, bevor ich hier zum wichtigen Fragenhagel komme und wir auch, ja, da gibt's Fragen, die uns sehr am Herzen liegen, aber unseren Zuhörern nicht. Unseren Gästen nicht. Okay, aber worauf bist du bisher in deiner Karriere besonders stolz? Ich glaube auf den Vize-WM-Titel letztes Jahr. Also ich bin auch mega, mega, mega natürlich happy, dass ich es zu Olympia geschafft habe. Aber irgendwie, also wie gesagt, war ich nicht so zufrieden mit meiner Einzelleistung. Deswegen eigentlich WM-Zweiter letztes Jahr schon so das, wo ich mich am meisten mit drüber gefreut habe. Also was ich jetzt nochmal sagen muss, wir merken, dass unsere Gäste, die wir einladen, sich meistens ein bisschen unterbuttern, also dass sie eigentlich deutlich besser sind. Ich finde, du kannst auch, Lüci kann vielleicht auch gleich noch was sagen, wenn ich jetzt nicht alles vorwegnehmen will, worauf du stolz sein kannst. Du kannst auf jeden Fall auch über deinen Werdegang stolz sein, dass du so lange das schon durchziehst und einfach auch immer selber an dich geglaubt hast. Ich finde, das ist auch etwas, worauf man sehr, sehr stolz sein kann, weil ich glaube, man viele Höhen und Tiefen hat und wie du halt auch sagst, dann manchmal auch an einen irgendwie nicht geglaubt wird und man das dann trotzdem irgendwie alles schafft, ist das schon etwas, wo man sagen kann, so, wow, das hat man geschafft, das hat man selber erreicht und darauf kannst du auf jeden Fall genauso stolz sein wie auf deinen Vize-Weltmeistertitel. Danke. Stimmt schon, ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, wir hatten das echt so, dass viele einfach immer so waren, ja, also einfach sich nur so Erfolge genannt haben. Aber ich glaube, ich wäre genauso. Ich glaube, ich will einfach irgendwelche Erfolge sagen und man vergisst so schnell einfach den Rest, den man auch einfach noch auf diesem Weg erreicht hat. Ich weiß, was meinst du. Der kommt ja eigentlich auch nicht von allein, dieser Erfolg. Man hat der Hilfe gegeben. Ja. Stimmt schon. Ja, der Weg ist das Ziel, ne? Ja. Hm. Das stimmt. Lucia, hast du auch noch was zu sagen? Oder eher nicht? Nee, außer, dass du das Mikrofon vielleicht gerade hältst. Das ist das Einzige. Mach ich. Ich habe mir extra diesen Sticker vorne drauf geklebt und ich halte es trotzdem immer so, wie ich will. Ja, vielleicht bringen wir da noch irgendwas raus. Wir sind uns noch unsicher. Oh, okay. Ja. Okay, also wir kommen zum Fragenhagel. Das ist, ich stelle zwei Sachen. Ich nehme das erste Beispiel mal Stand oder Boden und du musst dann okay, ja, alles klar. Sagen Stand oder halt Boden. Ja. Okay, bist du ready? Bist du ready? Ich hoffe, ja. Also, Stand oder Boden? Stand. Techniktraining oder Randori? Randori. Sommer oder Winter? Sommer. Spätzle oder Currywurst? Spätzle. Was eine Frage. Okay. Ja, jetzt kommt eine wichtige Frage für Luigi und mich. Oh. Ananas auf Pizza, wow. Ja oder nein? Ja. Oh. Es tut mir leid. Ich find's geil. Ja, das Gefühl, Jasmin hält die Fahne hoch. Es gibt's nicht. Alle haben bis jetzt. Und ihr seid ja auch schon so nah an Italien dran. Wenn ihr so nah an Italien dran seid, dann müsst ihr doch wissen, dass das verboten ist da. Ich habe eine Bambini-Gruppe beim TSG Bayern.
Es tut mir leid. Ich weiß auch, dass die richtige Antwort nein gewesen wäre, aber ich möchte ja ehrlich sein. Ja, du musst ehrlich antworten, das stimmt, aber es trifft uns immer sehr tief. Das ist okay, wir müssen weitermachen. Ich glaube, die wird auch schwer für dich. Gesellschaftsspiele oder Kartenspiele? Kartenspiele. Okay. Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das? Sich teleportieren, dann muss man nicht immer 100 Jahre irgendwo zu scheiß Uhrzeiten fliegen, sondern bäpp, bist du dort. Das ist smart. Das ist richtig gut, ja. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, welches Auto würdest du fahren? Porsche. Einen alten Porsche, 911er. Ah. Ist das der in der Reparatur ist? Oder, achso, ja, nee, das war ein anderer. Oder einen alten Mustang, weil der Mustang ist auch geil. Ja, Mustang ist auch geil, das stimmt. Beides? Wenn Geld keine Rolle spielt, ich habe beides. Ja, okay. Ja, geht auch. Ist nicht limitiert. Welche Person, tot oder lebend, würdest du gerne treffen? Dwayne The Rock Johnson. Finde ich ein geiler Typ. Der Gegensatz muss ich echt heftig sein. Ich folge ihm auch auf Instagram. Ohne Scheiß, ich mag den, aber ich finde den so sympathisch. Ich hätte einfach richtig Bock, mal mit dem auch zu trainieren, ey. Der ist ja auch schon ein bisschen älter jetzt. Der ist so ein Tier. Ich finde immer so, dass mit Kevin Hart immer so witzig, so die zwei so als Gegensatz. Und dann so stelle ich mir jetzt eigentlich vor, wenn ihr euch treffen würdet. Bloß noch ein bisschen kleiner und noch ein bisschen zarter wahrscheinlich. Ja, ja. Ich verstecke mich so hinter seinem einen Bein oder so. Oder hinter seinem Arm. Das wäre auch heftig. Okay, wir kommen zur letzten Sache. Ich heiße Katharina Menz und ich bin? Keine Ahnung. Ein Liebhaber. Das stimmt. Okay, true. Der Fragenhagel ist durch, aber guter Abschluss. Ja, sehr gut auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, Fragenhagel ist immer, wenn wir Gäste dabei haben, immer sehr gerne mit dabei und es kommen wirklich immer häufig witzige Sachen, manchmal auch schockierende Sachen oder eigentlich jedes Mal schockierende Sachen damit raus. Wie du meinst heute mit der Ananas? Ja, natürlich. Ja. Aber ja, da stehen wir drüber. Giovanna und ich werden uns heute Abend im Schlaf weinen, aber morgen geht's dann wieder vielleicht. Ja, das ist kein Problem. Das haben wir uns schon dran gewöhnt. Ja, aber wie gesagt, auf jeden Fall nochmal wirklich vielen, vielen tausend Dank, dass du dich unseren ganzen Fragen und vor allem auch dem Fragenhagel hier gestellt hast und Rede und Antwort gestanden bist. Und ja, wie gesagt, ich hatte es vorhin schon erwähnt gehabt, also von der Karriere her judomäßig kann man 1A-Karriere, kann man nichts zu sagen. Und auch, ja, wie gesagt, privat oder persönlich, wie du drauf bist, echt super. Von daher, ich verlinke, wie gesagt, dein Instagram-Profil. Geht alle drauf, macht da ein bisschen Welle. Und ja, dann sind wir, wie gesagt, am Ende angekommen. Du darfst aber natürlich nochmal ein abschließendes Wort loslassen an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, von mir vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. War echt, hat Spaß gemacht, jederzeit wieder. Und bei YouTube nicht vergessen, was abonnieren, Glocke und noch irgendwas. Ja, alles, genau, stimmt, YouTube hat vergessen. Mann. Kein Ding, ich übernehme es. Jetzt ein neuer Co-Host haben wir jetzt. Ja, von mir auch nochmal vielen, vielen Dank, dass du dich dazu hast dass du mit uns hier die Folge gedreht hast. Wir fanden das auch sehr, sehr witzig, war sehr, sehr cool. Und wie Lüchi schon gesagt hat, falls ihr noch mehr von Katha hören wollt, wir verlinken auch den Instagram-Kanal. Folgt Katha auch gerne, ihr werdet sehr, sehr viele Eindrücke erleben. Und wo auch immer ihr uns gerade hört, schönen Tag. Oder beim Spazierengehen mit dem Hund, jetzt wo wir gerade noch beim Thema Hundeliebhaber waren. Und ja, so viel von mir. Genau. Und damit, wie gesagt, euch allen noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschö. Tschö.